Moin moin und willkommen zu einer neuen Runde Sim Airport. Wir haben ja in der letzten Folge jetzt den Haupteingang nach hier unten versetzt zu den XL Gate, da wir hier alles ganz neu gebaut hatten. Damit sie das besser aufteilt, haben wir hier eine Warteschlange gebaut. Die ist allerdings ein bisschen kurz. Die müssen wir noch mal vergrößern, so wie das aussieht. Da werden wir nicht drum herum kommen, hier noch mal zu expandieren. Hilft ja nix. So, wir machen erstmal die Drop-Off-Zone. Machen wir erstmal hier hin. Dann werden wir die hier wegnehmen. Und dann werden wir jetzt hier noch ein Fundament jetzt bauen. Und dann hier einen schönen Eingangsbereich hier oben machen. Dann haben wir hier genug Platz, um hier ein paar Warteschlangen, das heißt ein paar, also hier schön schlangenförmig hier so hinzuführen. Weil man sieht, einige rennen hier durch und dann drehen sie hier wieder um, um an die Automaten zu gelangen. Also scheinen die wohl durch die Warteschlange nicht laufen zu können. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Ja, von daher werden wir jetzt hier ein bisschen erweitern. So, dann werden wir auch schon mal die Tür in Auftrag geben, dass sie die abreißen können. Die machen wir dann gleich hier oben rein. Genau, können wir schon mal... ja, genau. Jetzt haben sie natürlich erstmal zugemauert hier. Ja, wir expandieren. Da kommt es leider zu Beeinträchtigungen. So, dann werden wir die Tür schon mal hierhin platzieren. Dann werden wir hier gleich die Mauer wieder abreißen. Ja, ihr könnt ja gleich hier wieder herkommen. Überhaupt kein Problem. So, jetzt ist wieder auf. Jetzt könnt ihr alle hierher kommen. So, machen wir erstmal die Warteschlange hier weg hier. Ja, machen wir mal so erstmal. Mal gucken, ob das so funktioniert. Könnte man natürlich noch ein bisschen länger machen, aber wir müssen hier noch ein bisschen Platz lassen, damit die Leute hier zu den Automaten stürmen können. So, warten wir erstmal auf den nächsten Bus.
wenn hier auch mal Leute kommen würden. Oder steigen die wieder irgendwo anders aus hier? Ist schon was los hier? Jetzt sind hier oben wieder welche. Ja gut, das sind jetzt die Leute, die jetzt beim Umbau jetzt wieder weggelaufen sind. Das will ich jetzt mal wissen, wenn jetzt mal ein Bus kommt mit hier, keine Ahnung, 100, 200 Leuten. So, warum steigt hier noch keiner aus? Hallo? Oder 10, ach ne, 10 Uhr. Ja, jetzt glaube ich kein Flieger mehr da, nur noch der hier. Der sollte um 9.30 Uhr abfliegen. Boah, Müll, Müll, Müll. Oh Mann, was ist denn hier los? Sieht ja aus hier wie im Schweinestall hier. Überall Müll. Soweit das Auge. Oh. Ja, wir haben auch kaum Mülleimer hier. So, dann. Mülleimer, Mülleimer. Wo seid ihr? Da. So, sollen wir hier mal ein paar Mülleimer hin platzieren. Gibt's echt nicht, ey. Ja, die Mülleimer sind auch alle voll, egal wo man hinguckt. Da liegen schon ein und teilweise zwei Säcke im Mülleimer drin. So. Dann stellen wir noch mal ein paar Putzkräfte ein hier. Wir haben ja erst 12 Stück. Erhöhen wir mal auf 20. Meine Herren, ey. So. Kaum, dass man mal eine Weile nicht geguckt hat, wie das hier mit der Warteschlange funktioniert. Jetzt sind hier ein paar hundert Leute gekommen. Ach, der Garbage Truck. Jawohl, der ist da. Der ist hier auch reingefahren. Ja, jetzt blockiert er die Straße nicht mehr. Und bin mal gespannt, wie viele Müllsäcke der überhaupt abholt. Der jetzt wirklich alles, was hier drin ist, mitnimmt. Das kann sich ja nur um Stunden handeln, bis er jeden einzelnen Sack hier eingeladen hat, ey. Aber gut, das mit der Straße hier, das scheint ja jetzt zu funktionieren. Ja, schon mal sehr gut. Und jetzt fangen die auch, glaube ich, an, jetzt mal die ganzen Müllsäcke jetzt hier wieder hinzubringen. Ah, jetzt kommt der erste Bus mit einem riesen Ansturm. Mal gucken, wie das jetzt hier funktioniert mit der Warteschlange. Wahrscheinlich immer noch viel zu kurz. So, viele Leute strömen hier vorbei. Keine Ahnung, wo die hinwollen, ey.
Die stellen sich jetzt hier an den Schaltern an, die nicht zur Warteschlange hinzugefügt worden konnten. Und viele rennen hier auch immer noch außenrum zu den Automaten. Warum gehen die nicht hier lang? Muss man nicht verstehen, oder? Wir können ja mal versuchen, den Ticketbereich hier. Können wir ja mal hier mal erweitern. Bis hier vorne. Vielleicht laufen die dann nur bis hier vorne. Ich habe keine Ahnung, wie die das hier. Ah, wunderbar. Ja, jetzt rennen die hier durch. Ja, warum auch immer. Einfach den Ticketbereich hier vergrößern. Wahrscheinlich gehen die erst so an die Stelle hier, was Ticketbereich deklariert wurde. Und da gucken sie dann, wo sind die Automaten. Oder wie auch immer. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint das jetzt besser zu funktionieren. Ja. Jetzt gehen einige, ja, die kommen immer noch ein paar von oben. Oder wollen wir noch den Wartebereich hier auch noch sagen? Ne, Ticketbereich. Keine Ahnung, ob das was bringt oder nicht. So, jetzt kommen noch die Karts, laden wir die ganzen Koffer ein, weil wir ja noch kein Transportsystem haben. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Schwung. Gucken, die gehen immer hier auf diese Ecke und dann gucken sie, ob frei ist oder nicht. Immer noch viele, die hier einfach so durchrennen, ohne sich anzustellen, obwohl die Warteschlange noch nicht voll war. Und dann stellen sie sich an den Ticketschaltern hin, die hier nicht zur Warteschlange hinzugefügt werden konnten. Scheint aber ganz gut zu funktionieren. Ja. Und eine richtige Müllhalde haben wir hier noch. Hoffen wir mal, das gibt sich gleich. So, wie sieht die Garbage Zone aus? Hier, die Putzleute, die rennen hier mit einem Müllbeutel nach dem anderen hier runter. Das sind natürlich enorme Strecken. Und der ist schon wieder voll hier. Das gibt's doch nicht. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Das ist noch größer. Die Zone muss noch größer. Oh Mann. Wie soll man diese riesigen Müllhalden hier wirklich wegbekommen? So, ich glaube, ich ändere die Tür hier nochmal. Und zwar machen wir die hier außen hin. So, dann können wir die Tür abbauen. Machen wir da gleich eine Mauer hin. Dann können wir die Warteschlange hier noch ein bisschen vergrößern.
So. Ja, dann vergrößern wir doch mal. Ja, das sollte reichen. Dann haben die hier noch Platz, um außen vorbeizugehen. Müssen wir noch hier die Gepäckscanner, die haben wir ja falsch rumgebaut. Oder ging das nicht anders? Pfeil ist immer von oben nach unten. Egal ob der oder das Bedienfeld jetzt auf der linken Seite ist oder wie jetzt auf der rechten Seite ist. Immer von oben nach unten. Ja, das ist ja ganz toll. Also können wir die gar nicht drehen. Also man sieht hier, wo das Bedienfeld links ist. Die stellen sich oben an. Das geht von oben nach unten durch. Dann gehen die wieder runter. Und bei dem hier zum Beispiel geht auch von oben nach unten. Also egal, ob der links oder rechts rum ist. So, das geht ja dann gar nicht anders. Das ist ja wieder richtig klasse. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Hier oben. Jetzt könnten wir hier oben eigentlich zumachen. Weil der soll ja nicht mehr benutzt werden, der Eingang hier. So, das geht gleich nicht mehr, Fräulein. Auch wenn sie gucken wollen, wann hier irgendwie welcher Flug hier geht. Ach, deswegen rennen die jetzt hier hoch, oder was? So, was ist denn jetzt hier? Ich hatte gesagt, hier einmal abbauen, bitte. So, Zone. Dann nochmal Storage Zone. Hier scheinen die alles, was sie abgebaut haben, dann zu verlagern hier. Machen wir die Zone mal ein bisschen größer. Genau, jetzt macht mal zu hier, dann kommt hier keiner mehr durch. Dann können wir das hier alles abreißen. Einen größeren Ausgang machen. Und dann würde ich mal sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge um das Förderbandsystem. Das können wir jetzt hier oben ja abreißen. Und dann benutzen wir das für unten. Ja, würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest. Und dann sehen wir uns wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.